Hallo, liebe Aufrufer. Eine Lichtgeschwindigkeit. Heute am Donnerstag, den 1. Dezember 2011. Ich habe Echtzeitnachrichten und die nicht ganz zu den allgemeinen Zeitungsnachrichten und zur allgemeinen Lage passen. Aber der Reihe nach, jetzt muss ich ganz kurz noch einen Kontrollblick machen. Bei dieser Diagonale passt gar nicht alles ins Bild. Also, meine Dekorationswoche. Hier ein wunderbares Strohbild. Von mir gemalt, Öl auf Leinwand. Und es ist von dem Altbundeskanzler Helmut Kohl in der Bild-Zeitung und Bild Online begründet worden, dass es Krieg gibt, wenn das mit dem Euro nicht funktioniert. Das mit dem Euro funktioniert, ja, aber nicht so, wie es muss. Und insofern hieße das dann, Helmut Kohl sagt also quasi, es gibt Krieg. Ich habe in dem Zusammenhang diese Ansage längst gemacht. Es überrascht mich also nicht. Und auf der anderen Seite finde ich das dann irgendwie charmant, wenn ein CDU-Bundestagsabgeordneter Miesfelder, ein junger Hüpfer, vor die Öffentlichkeit gegangen ist heute und hat also gesagt, man müsste also erwägen, ob man Persien, also den Iran, militärisch bedroht. Damit meinte er sich nicht persönlich, sondern er meinte wahrscheinlich die CDU im Zusammenhang mit der Bundesregierung, im Zusammenhang mit der Europäischen Union, NATO und so weiter, also Iran. Eskalation seitens des CDU-Mannes Miesfelder, der spricht nun nicht für die CDU, aber damit ist ja hier dieses Thema erneut, Helmut Kohl, Miesfelder, beim Namen genannt und wir sehen also, dass dann hier auch in den Tageszeitungen geführt wird. Das andere, was auch bemerkenswert ist, für mich hier in Pankow, in unmittelbarer Nähe hier, und ich war gerade eben nochmal in der Buchhandlung von Christa Wolf, die Schriftstellerin Christa Wolf ist gestorben und ich möchte sagen, das ist nun etwas, was mich persönlich sozusagen ganz persönlich auch betrifft im Sinne von Künstler, Schriftsteller und auch Wissenschaftler der Kunstorganisation. Christa Wolf ist für mich Prototyp gewesen des Staatskünstlers, der Salonpersonage und das werde ich also näher erläutern an Beispielen, aber hier zunächst also die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. Dezember, Überschrift auf der Titelseite: Arbeitslosigkeit im November gesunken. Da sagen nun schon Leute vom Fach, es ist doch ganz klar, dass im Winter mit schlechtem Wetter und so weiter die Arbeitslosenzahlen im Grunde genommen ja von Natur aus steigen. Insofern ist dieses Arbeitslosigkeit sinken auch nicht gerade repräsentativ dafür, dass man sagt, unsere Arbeitswelt wird besser in dem Sinne, dass diese vielen Arbeitsplätze, die da jetzt sind, zum großen Teil Prekariat, also Work Poor, Leute, die arbeiten, sich in Wolf und können davon nicht leben. Diese Art von Arbeitslosigkeitsdefinition, das ist so ein bisschen wie bei Fukushima Grenzwerte. Ja? Wir mischen nur so und so viel radioaktiven Tee in den Tee, den wir kaufen, dass die Grenzwerte nicht erreicht werden. Aber wir verbrauchen den ganzen kontaminierten Tee. So ist es also mit Arbeitslosigkeit, die wird verteilt auf nicht bezahlte Arbeitskräfte. Gut, weißer Nebel, wunderbar, hier ein schönes Foto, wo nichts drauf ist, das finde ich witzig von der Zeitung, denn die haben ja Farbe und könnten also durchaus hier mit Farbe Weihnachtsbaumdekoration bringen, aber sie haben jetzt hier sowas weißlich-graues, Unschuld und Schrecken steht da drunter und Taufkleidchen und Hochzeitskleider in diesem Farbton gehalten. Was wollen sie dem Leser sagen? Er soll die Geduld nicht verlieren. Also, die glitzernde Frankfurter Skyline, Schrecken, also hier sind so Silhouetten der Hochhäuser von Frankfurt am Main. Wie die Finanzkrise zeigt, da tut es ganz gut, dass der Nebel und so weiter die Traumwelt. Naja, also supi, total anregend. Ich kaufe mir tatsächlich einen Block und einen Stift und werde Dichter, wenn ich diese Anregung ja sonst gar nicht verarbeiten kann. Notenbanken spannen Sicherheitsnetz, das ist der Titel dieser Lichtgeschwindigkeit überhaupt, es geht doch um Hehlerei der Haie. Die Banken werden über Stamokap-Politik durch den Gesetzgeber, durch die Regierungen mit Staatsplünderung versorgt. Und da hier jetzt im Moment irgendeine Schrecksekunde eingetreten ist, zum Beispiel bei der Merkel-Regierung, man kann nicht einfach Geld drucken und Banken peppeln,
während die eigene Politik den Bach runtergeht, hat man gesagt, wir machen aber nicht mehr Inflation und nicht noch mehr Luftgeld drucken und so weiter. Nun ist also ein Punkt erreicht, der so kritisch ist, dass die Banken selber sagen, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es selber. Die Banken geben jetzt an die Schuldner, die nicht leben können von ihrer Leistung, sondern über den großen Fuß in die Schulden hinein weiter Schulden machen wollen. Denen geben jetzt internationale Notenbanken billige Kredite, die sie aber nicht verbrauchen. Das sind keine Investitionen, sondern das sind Subventionen, ja? Das sind Konsumtionen. Die Leute verbrauchen das Geld einfach, machen Schulden. Auf die Weise dann wieder die Banken sozusagen die gesamten Schuldner in Haftung nehmen, das ist sozusagen geiselhaft. Also die Bankenhaie nehmen jetzt selber die schuldenbereiten Schuldnergemeinschaften in Haftung, indem sie ihnen preisgünstig Geld geben, dennoch die das ja nicht abtragen können. Das ist ein Drama. Wenn ich dann sehe, dass in Griechenland weiterhin Demonstrationen sind gegen die Einsparungen, da muss man sagen, die schönen Hoffnungen und so weiter der Integration sind schöne Hoffnungen, aber das Gemeinschaftswerk kann auf diese gegenseitige Untreue nicht gestellt werden. So viel hier zu dem Notenbankthema, dann bin ich dann auch für die nächste Zeitung schon damit durch. Dann habe ich noch einige weitere Sachen. Also Großbritanniens Botschaft ist in Teheran überfallen worden und es haben also Augenzeugen gesagt, die das dort kennen. Das sei eine hochmilitärisch gesicherte Anlage, die kann man nicht einfach mit über den Zaun klettern nehmen. Das heißt, der Angriff auf die Botschaft ist schon sozusagen von Profis organisiert worden, mit Einverständnis der Sicherheitsbehörden von Persien. Insofern ist das ein offener Konflikt. Man hat die Diplomaten, die man schützen muss, die englischen Diplomaten nicht geschützt. Und das ist im Grunde genommen eine Art Kriegserklärung. Und nun werden die abgezogen und das eskaliert. Das ist also bedauerlich, aber es sieht jetzt nicht an. So gut, dann habe ich ein anderes Thema hier. Dietmar Bartsch will Linkspartei führen. Ich kann der Linkspartei nur raten, ich bin nicht in der Linkspartei, aber ich kann nur raten, bei dem wenigen intelligenten und leistungsfähigen Personal ist so eine Ausnahmebegabung wie Dietmar Bartsch doch nicht verzichtbar. Ich weiß auch nicht, wo der Quasselkopf Gysi die Frechheit hernimmt, diesen Dietmar Bartsch, anstatt ihn gut zu platzieren, ihn niederzumachen. Gysi ist ja daran beteiligt, dass Bartsch seine zentrale Position der Linkspartei aufgeben musste. Und jetzt wird im Frühjahr wieder Parteivorstand gewählt und es kann sein, dass der Dietmar Bartsch dort also sozusagen ein Mandat bekommt. Zumindest stellt er sich, bietet sich an und das ist generell ihm schon mal zu danken und er weist damit auch mit dem Finger darauf, dass die jetzigen Führer Lütsch und der Porsche-Fahrer, dass die es ja tatsächlich nicht können. Die sind witzig, ja, aber diese Art von Moderation einer Ost-West-Spaltung, die diese beiden auch verkörpern, ja, und einer Feminismus-Männer-Spaltung in einer Partei, das auch noch sozusagen durch Rollenspiele darzustellen, finde ich persönlich absurd. Da wird Geschlechtspolitik für Frauen kann auch ein Mann machen oder eine vernünftige Gesellschaftspolitik kann auch eine Frau machen. Diese ganze nationalistische, chauvinistische Bewertung, dass einer aus der ehemaligen DDR und dann vielleicht noch einer aus Israel und vielleicht noch einer aus Schlesien und noch einer aus Ostfriesland, damit nur alle repräsentiert sind im Bundesvorstand, ist absurd. Also diesmal Bartsch für die Linkspartei, kann ich nur sagen, ich rate euch das, ich habe hier noch mein Symbol, hier, ich blase es jetzt nicht auf, roter Luftballon, 1a, diesmal Bartsch für die Linkspartei, unterstütze ich. Und dann habe ich noch etwas gehabt hier, der Osten reicht bis zum Westen mit den sogenannten Neonazis. Es ist ja ganz offensichtlich, dass ein Zusammenhang zwischen Verfassungsschutz und den Morden, die hier aufgereiht worden sind, als Teil eines Killer-Trios aus Zwickau, da ist nichts davon bewiesen bis jetzt. Aber die Verbindung des Verfassungsschutzes dazu ist bewiesen. Und ich möchte jetzt nochmal auf meine beiden großen Beiträge zu den soziologischen Betrachtungen der Rechtsradikalität, des Rechten und wie generiert die Gesellschaft das Rechte bei den Menschen, kurz eine Anmerkung machen. Ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass jemand das erklärt hat, ja, es sei doch völlig normal,
Die Jugend der DDR reagiert auf den Kommunismus der DDR durch Rechtsradikalität. Ja? In dem Land, wo Hitler mit dem Symbol Hakenkreuz und Nazi gefemt war, DDR, reagiert jetzt diese Jugend ganz normal mit der Gegenbewegung Rechtsradikalität. Und da möchte ich sagen, das ist völlig absurder Quatsch. Es funktioniert weder mechanistisch, noch ist es der Fall. Es ist ja gar nicht die überwiegende Jugend davon sozusagen geprägt. Und nehme nur als Gegenbeispiel die Jugend in Dortmund. Dortmund, also sozusagen die Bundesliga des Neo-Jugend, sogenannten Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Und in Dortmund ist es auch eine Reaktion auf die DDR, oder wie erklärt man sich das? In Dortmund ist es dann eine Reaktion auf den Kapitalismus. Gut, und dann wurde also weiterhin die Analogie gesagt, ja, so sei es doch nach dem Krieg in Deutschland auch gewesen, die Eltern waren bei den Nazis, deshalb sind die Kinder RAF und Kommunisten geworden. Ja, und auch das wiederum stimmt nicht. Ja, in der Bundesrepublik sind die sogenannten 68er, also diese angeblich Linken, sind ja immer in der Minderheit gewesen. Also wenn das eine Logik wäre, dann müsste das ja repräsentativ sein, da müsste man sagen, also die Eltern sind jetzt Kommunisten, dann ist die Kindergeneration gegen den Kommunismus oder umgekehrt. So ist es eben tatsächlich nicht. Insofern sind auch diese Beispiele nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern die Beispiele beweisen auch, dass diese Theorie, sagen wir mal, überhaupt nicht zutrifft. Insofern möchte ich nochmal verweisen auf meine Interpretation der Formierung des Rechten, mal abgesehen davon, dass das Recht bei uns organisiert wird vom Verfassungsschutz. Mit Geld und mit Organisationsintelligenz, ja. Ist das Recht eine Folge der Zersetzung der Staatsführung, die unmoralisch und untüchtig ist, die Amtseide leistet, Amtseide bricht, öffentlich lügt, keine Rechenschaft ablegt, alles dieses den Rechtsstaat aussetzt. Das ist Ursache dafür, dass junge Menschen sagen, das kann doch nicht wahr sein, was dort geschieht, wir müssen unseren Staat verteidigen. Gut, aber ich habe das also ausführlich dargestellt und komme jetzt zu meiner zweiten Tageszeitung hier, die Welt heute. Zentralbanken fluten Märkte mit frischem Geld. Das ist genau die Sache. Es sind nämlich viel verbilligte Kredite, damit die Leute die Schulden machen. Ja, da sagt jemand, oh, dann, ich brauche das Geld gar nicht, aber wenn ich so billig das Geld kriege, dann nehme ich das und versuche damit zu spekulieren. Und wenn ich es nicht zurückzahlen kann, ja, dann bin ich eben nur pleite wie alle anderen auch. Also diese Art von den Zentralbanken, billige Kreditdicke auszureißen, das soll jetzt unterlaufen der deutschen Finanzpolitik, die sagen, keine Luftgelder, keine Staatsanleihen kaufen, keine Aufstockungen, Geld drucken, Gelddruckmaschine einwerfen und so weiter. Das wird also jetzt unterlaufen. Dahinter stecken die Banken mit ihrer Begehrlichkeit und es sieht so aus, als könnten wir uns dagegen nicht wehren. Linke mitten im Machtkampf, da geht es auch um Dietmar Bartsch unter anderem und man hat jetzt schon gesagt, vielleicht gibt ja Dietmar Bartsch mit Sarah Wagenknecht ein schönes Doppelab als Gegenbild zu den jetzigen Parteiführern der Linkspartei, aber gut. Ich verspreche mir, dass ich von der Linkspartei politische Argumente, politische Kritik im Parlament bekomme, das, was sie eigentlich auch können, von der Motivation her, dass das gut rauskommt. Das wünsche ich mir. Das hat nichts mit SED zu tun und mit DDR und so, sondern wir sind heute in unseren Problemen und da müssen alle, die begriffen haben, dass man nicht nur sich um sich selbst kümmern kann, müssen politisch zugelassen werden. Damit beginnt es, mit der Zulassung, ja, mit der Inklusion. Das ist meine linke Position im Gegenteil zur Exklusion. Leute ausgrenzen, zum Beispiel die Kriminalisierung von Ex-DDR-Leuten oder von SED oder von Piraten oder irgendwas, das ist alles nicht richtig, Leute auszugrenzen, man muss zusammen an einem Strang ziehen, wenn man eine Gesellschaft machen will. So, Rätsel um Mord an Polizisten in der Welt heute, Seite 4, da wird auch dargelegt, waren US-Agenten Zeugen des Heilbronner Attentats, also als die Polizistin umgebracht worden ist, waren V-Leute in der Nähe. Und dann hat man 10 Jahre lang nicht die Täter ermitteln können, obwohl man auch die Täter kennt und die Täterwaffe. Und dann möchte ich also sagen, dass diese Waffe in dem Wohnwagen gefunden ist, das ist ein tolles Stück, wirklich. Wer es glaubt, wird selig.
Machtkampf bei den Linken, Ex-Bundesgeschäftsführer Bartsch will Parteivorsitzender werden. Also das ist alles Mögliche, außenpolitisch und innenpolitisch in Bewegung. Und ich hoffe, dass der Außenminister Westerwelle in seiner Affektiertheit jetzt nicht zum europäischen Iran-Kriegsmoderator sich aufspielt. Ja, er soll ganz kleine Brötchen backen, das ist mein Wunsch. So, das ist die Lichtgeschwindigkeit hier für den 1. Dezember, heute Donnerstag. Schönen Dank für den Aufruf.